Heute dreht sich alles um dieses Kerlchen hier. Das ist, wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt, eine Zitrone. Aber es ist eine ganz spezielle Zitrone, nämlich eine Amalfi-Zitrone. Ich zeige euch heute, dass ihr diese Zitrone im Ganzen essen könnt und dass das richtig, richtig lecker schmecken kann. Lasst uns zu Beginn mal aber einmal über die Amalfi-Zitrone hier an sich sprechen, denn ihr seht im Vergleich zu einer regulären Zitrone, die ich hier natürlich auch mal mitgebracht habe, dass das gute Stück schon ein ganzes Großstück weit größer ist. Und ja, also ich würde jetzt so eine Zitrone nicht unbedingt im Ganzen essen wollen. Normalerweise sagt man für Zitronen, ich presse den Saft aus oder ich reibe die Schale ab, verwende das für Limoncello, für Kuchen, für Zitronenzucker, für Zitronenhähnchen oder ähnliches. Bei dieser Frucht könnt ihr tatsächlich die gesamte Zitrone essen. Ihr könnt sie fein hobeln, ihr könnt sie in Würfel schneiden, ihr könnt ein bisschen was von dem Saft auspressen und für ein Dressing verwenden. Ihr könnt aber die Amalfi-Zitrone natürlich auch wie eine konventionelle, herkömmliche Zitrone verwenden und beispielsweise die Schale abreiben oder auch den Saft auspressen. Ich persönlich finde es aber ein bisschen schade, denn ihr seht hier diesen wunderbaren Zitronensalat, den ich hier habe. Der lässt sich wirklich aus so einer Amalfi-Zitrone wunderbar zubereiten. Und genau mit diesem Zitronensalat wollen wir jetzt auch loslegen. Zunächst mal müsst ihr die Zitrone heiß abwaschen. In der Regel werden die Amalfi-Zitronen sowieso nicht gespritzt oder irgendwie behandelt, denn sie kommen ja von der Amalfi-Küste und werden dort von Hand geerntet, dann meistens zum nächsten Markt gefahren oder halt entsprechend, wenn ihr sie mal bekommen könnt, auch hier in Deutschland verkauft oder in der Schweiz oder in Österreich. Der ein oder andere von euch kennt es bestimmt. Wenn ihr die Zitronen gewaschen habt, dann werden sie fein gehobelt. Das könnt ihr entweder mit einem Küchenhobel oder mit einer Mandoline machen. Alternativ geht das natürlich auch mit einem scharfen Messer. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Zitronenscheiben möglichst fein hobelt, denn ihr seht es schon, der Anteil an der weißen Schale, sage ich mal, hier in der Zitrone, der ist deutlich höher als bei einer herkömmlichen Zitrone. Und das, was bei einer normalen Zitrone bitter schmeckt, ist hier tatsächlich sehr, sehr gut genießbar und schmeckt richtig gut zusammen mit ein paar weiteren Zutaten. Wenn ihr die Zitronen nicht hobeln wollt, dann könnt ihr sie aber auch gerne für einen etwas kräftigeren, herberen Geschmack einfach nur in Würfel schneiden. Dann finde ich, kommt das Zitronenaroma und diese Bitterheit noch ein bisschen stärker durch. Das liegt aber bei euch, ob ihr jetzt lieber Scheiben schneiden wollt oder hobeln wollt oder Würfel schneiden wollt. Ich gebe mir die Zitronenscheiben oder die Zitronenwürfel jetzt einfach auf einen Teller oder eine Schüssel und mariniere das Ganze einfach mit einem guten Schuss Olivenöl, mit ein bisschen Salz, mit ein bisschen frisch gemahlenem Pfeffer und außerdem noch mit ein bisschen Zucker. Dazu noch ein bisschen Peperoncini oder frische Chili und ein bisschen Petersilie. Auch Oregano oder andere Kräuter würden sich hier wunderbar machen. Und man mag es kaum glauben, aber ihr könnt dieses Gericht tatsächlich noch mit ein bisschen Essig abschmecken. Denn die Zitronen sind an sich nicht so sauer, wie wir es von herkömmlichen Zitronen kennen. Also die sind so ein bisschen süßer, ein bisschen aromatischer, fruchtig. Aber es geht nicht so wirklich in diese ganz krass saure Richtung. Ich probiere das hier natürlich jetzt auch gerne mal. Das Ganze ist sehr weich, also es ist jetzt nicht irgendwie exorbitant sauer, dass ich denke, oh Gott, ich muss, ich habe in eine Zitrone gebissen, wie man ja auch so umgangssprachlich sagt. Sondern es schmeckt weich, es schmeckt leicht bitter, es schmeckt fruchtig, es schmeckt säuerlich, es schmeckt süß. Also es ist eine ganz tolle Kombination, sehr, sehr schöner Sommersalat, den ihr auch gerne noch erweitern könnt, beispielsweise mit ein paar schwarzen Kalamata-Oliven. Oder mit ein bisschen gehobelten Fenchel, auch das passt wunderbar dazu. Oder auch etwas gehackter, roher grüner Spargel ist eine super Ergänzung für den Zitronensalat. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, ob dieses Rezept hier was für euch wäre und schreibt mir mal, ob ihr das vielleicht schon mal ausprobiert habt. Ich werde das jetzt auf jeden Fall genießen, denn das ist wirklich ja mal was ganz anderes und nicht zu vergleichen mit den Salaten, die wir hier wahrscheinlich kennen. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin.